Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Donkey Kong Tropical Freeze. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns auf der zweiten Welt namens Alpatol und befinden uns nun in Level 2.4, so eine Schreinerei. Ein Level, das auch einen geheimen Ausgang hat zu einem geheimen Level. Und ich glaube, die heutige Episode wird ein bisschen, ja, ich sage mal, weniger effizient sein, denn uns erwarten ja doch einige knackige Level. Wir fangen mit so einer Schreinerei an. Das ist aber auch die reinste Schreinerei, dieses Level. Aber ich glaube, wir kommen schon mal direkt an das erste Puzzleteil hier links. Jawohl. Haben wir schon eins. Denn wir befinden uns wieder in einem Loren-Level. Alleine deswegen hätte ich ja schon, oder werde ich wahrscheinlich schon, mehrere Anläufe brauchen. Wow. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. Das K haben wir schon mal. Und das zweite Puzzleteil auch. Ja, ducken. Ah, was ist doch denn hier? Ah. Das O haben wir auch. Ah. Das war nicht so gut. Oh, wir werden geheilt, wenn wir die Lore wechseln. Das ist schon mal gut. Ah. Diese Stelle hasse ich. Schaffen's. Aber jawohl, jawohl. Da haben wir noch ein Puzzleteil. Ich glaube, der hätten wir oben lang gemusst, obwohl macht keinen Unterschied. Ja, hier haben wir ein geheimes Level. Da habe ich auch ewig für gebraucht, bis ich das entdeckt habe. Sammeln wir hier noch nett alle Bananen. Ich hoffe, mir passiert hier nicht so eine Peinlichkeit wie beim letzten Mal. Aber bisher sieht es ja doch recht gut aus. Jawohl. Haben wir also auch dieses Puzzleteil eingesammelt. So, und dann geht's weiter mit der wilden Fahrt. Ah, und jetzt kommt die Stelle, die mich fertig macht. Ah, ah, ah. Wir werden uns einfach Werkstücke vor die Lore geschmissen. Ah, ah, ah. Hier müssen wir hoch, da hoch, damit wir an dieses Puzzleteil kommen. Die Puzzleteile haben wir schon mal, das ist gut. Da wurden wir verletzt. Ah, wer lässt sich solche Level einfallen, liebe Leute? Wir haben alles gesammelt, wie geil ist das denn? Und wir schaffen auch den Sprung zum geheimen Ausgang. Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es auf Anhieb klappt. Ja, hier haben wir den geheimen Ausgang. Wer aber dennoch den normalen mitnehmen will, kann hier nochmal hochgehen. Vom normalen schafft man allerdings nicht den Weg zum geheimen. Dafür ist der Sprung zu hoch. Ah, das ging flott. Das ging flott. Das prügeln wir hier aus dem Fass nochmal Leben, die wir nicht brauchen. Okay, sehr geil. Direkt im ersten Anlauf alle Kombo-Buchstaben, alle Puzzleteile. So muss das aussehen. Dann kommen wir auch in den Videos etwas voran. Dennoch werde ich noch einmal rein müssen. Das werde ich euch auch gerade mal zeigen, warum. Denn jetzt haben wir erstmal den Funky Shop freigeschaltet. Und der Weg nach links zum Emmentaler Stollen ist frei. Dieser führt uns, glaube ich, zum nächsten geheimen Level über den normalen Ausgang. Und dann kommen wir oben ran. Das können wir gerade gar nicht sehen. Aber das nächste Level dort oben auf dieser Schwebebrücke würden wir damit überspringen. Deswegen müssen wir hier jetzt nochmal rein und das Level auch nochmal normal meistern. Da wir hier alles gesammelt haben, werde ich ja jetzt also einfach ratzfatz durchfahren, ohne groß irgendwelche Sachen zu sammeln.
Werde auch nicht jetzt nochmal zurückgehen. Ups, und ab dafür. Und begeben uns wieder in die Schreinerei. Na, irgendwie ist man trotzdem so in seinem Flow drin, die Wege zu nehmen, die man halt kennt. Gewisse Dinge automatisieren sich hier einfach. Und hier passiert mir auch wieder das. Nichts Neues hier. Aber wir werden ja durch den Wechsel der Lore geheilt. Macht ja auch Sinn, die Lore wird ja beschädigt und nicht wir. Wir haben ja oben auch die Lebensanzahl für die Lore. So, hier diesen riskanten Sprung zum N, den lasse ich jetzt weg. Brauchen wir ja nicht. Hier auf die Eule oder Keule heißen sie ja. Und jetzt kommt die gemeine Passage, die ich aber vorhin zum Glück gut meistern konnte. So, den riskanten Sprung da oben lang müssen wir jetzt nicht machen. Kann aber hier noch ordentlich Bananenmünzen sammeln. Und jetzt nehmen wir natürlich den Weg oben lang. Wobei, unten werden wir auch wieder hier hochgekommen. Und Bananen. Ich brauche Bananenmünzen. Das ist das Einzige, womit ich im Moment was anfangen kann. Coke. So, und ich glaube, jetzt kann ich euch auch besser erklären, wie sich die Level verhalten, warum wir hier den normalen Ausgang machen mussten. Denn jetzt kommen wir ja von hier in das nächste Level 2.5, Schloss, Luftschlossromantik. So, und wenn ihr jetzt das nächste Level seht, oben bei dem Gebäude, das so hin und her wackelt im Wind, dort würden wir nämlich rauskommen, wenn wir die beiden Nebenlevel machen, und damit hätten wir Luftschlossromantik übersprungen. Das wollen wir aber nicht, deswegen haben wir jetzt hier auch nochmal den normalen Ausgang gemacht. Wir begeben uns jetzt also in das geheime Level, in den Emmentaler Stollen. Und schauen uns diesen an. Den Emmentaler Stollen. Eine mystische Höhle. Und ich hoffe, ich kriege das hier hin mit den Puzzleteilen. Hier bin ich mir gerade gar nicht... Oh, das war dumm. Können wir nicht nochmal zurückgehen? Und den zweiten Pinguin hier nochmal... Ja, Pingu nochmal generieren? Ja. Können wir nämlich direkt mal unsere Kraft nutzen. Das Leben können wir uns ja trotzdem nehmen, auch wenn wir es nicht brauchen. So... Mal schauen, haben wir hier irgendwo Geheimgang für ein Puzzleteil? Anscheinend nicht. Wir haben hier aber eine Kiste, die will ich mal nicht aufheben. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Ah, da oben ist das nächste Puzzleteil. Dann haben wir das Fass doch nicht gebraucht. Können Sie aber schon mal das erste Puzzleteil von 7 holen. Ei, habe ich wirklich noch nichts verpasst? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Oh, das Häschen brauchen wir. Obwohl... Nö, wir hätten auch von der anderen Seite rangekommen. Ich glaube, das sehe ich schon. Das nächste Puzzleteil hier unten im Fass. Kommen wir wieder in ein Bonuslevel. Ah, das Bonuslevel, das ich gerne mal versemmel.
weil ich den Wechsel der Plattformen, ehrlich gesagt, so ein bisschen fürchte. Ja, aber wir kriegen es hin. Nein, da ist ja noch eine Banane. Die habe ich übersehen, aber wir können sammeln. War zeitlich aber schon ein bisschen knapp. Wir hatten nur noch 6 Sekunden. Ja, Moment, wir haben noch wieder unsere Stärke voll. Dann holen wir uns die höchstmögliche Zahl an Lebenspunkten. Und dich brauchen wir, mein kleiner Freund. Für das nächste Puzzleteil, damit haben wir schon 3 von 7. Wieso verstecken sich hier die Bananen in den Käselöchern? Müssen wir ja alles sammeln und kriegen dafür was? Nein, okay. Hier aufpassen, dass ich nicht versage. Ah ja, genau. Wieso können wir uns beim Schuss aus dem Fass nicht nach rechts und links bewegen? Dann muss ich das, ja, mit meiner Reaktion irgendwie hinkriegen. Die hintere Reihe ist halt blöd. Wenn wir das zu spät treffen, landen wir im Fass, aber wir haben es geschafft. Uah. Aha, ich würde sagen. So, weiter geht's. Ah, ich glaube, diese angegrauten Lianen, die fallen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jawohl, die fallen weg. Oder und mit dem Speer. ja, ich habe ja leider nicht getroffen. Nein! Wie blöd war dieser Sprung denn bitte? Ach, jetzt haben wir auch noch diese Feuer. Das war knapp. Die Liane ist ja, fällt ja wieder weg. Das war leider nur eine Münze. Und hier müssen wir sogar hin. Genug Leben haben wir, dann nehme ich den oberen Weg. Oh, ich weiß gerade gar nicht, welches Fass wir nehmen müssen. Ich glaube das hier, ne? Genau, damit wir hinten in dieses versteckte Sternfass kommen. Denn hier befindet sich nochmal ein Puzzleteil. Schön alle Bananen sammeln. Ah! Haben wir doch auch wieder geschafft. Sehr schön. Habe ich heute einen Flow? Ich will es aber nicht so laut sagen. Man sollte sowas nie sagen bei solchen Spielen. Xi. Mit dir. Ah, okay. Machen wir anders. Dann haben wir auch wieder volle Lebensenergie und Boden. Ah, da haben wir noch ein Puzzleteil. Eine dieser blöden Feuergrollen konnten wir schon mal aus dem Weg räumen. Und die haben dasselbe Spiel nochmal, um an die, an das Puzzleteil zu kommen. Ich glaube, in dem Fass können wir zumindest uns ein bisschen rechts und links bewegen. Wobei ich mich das auch nicht wirklich traue. Das wäre schon... Oh, das hätte schon das erste verpasste Puzzleteil sein können. Ja, okay. Wir haben alle Puzzleteile, liebe Leute. Und hier bricht mal wieder alles zusammen. Ganz Donkey Kong Country typisch. Sind wir wieder in Hektik, um schnell ans Ziel zu kommen. Oh, das N war ja gemein gerade. Wir haben es aber getroffen. Okay, so viel zum
Emmentaler Stollen. Aha, das geht, nein. Ah Mann, da habe ich mich schon zu sicher gefühlt. Das G brauchen wir natürlich. Wir müssen ja so nochmal rein. Nur für das blöde G am Ende. Weil wir uns hier auch wieder nicht beim Schuss aus dem Fass bewegen können. Das tut mir leid, liebe Leute. Ah, endlich hauen wir mal ein paar Bananenmünzen raus. Oh Mann. So ein guter Lauf. Bis wir das blöde G am Ende verpasst haben. Naja, ihr kennt das Spiel. Wir rennen hier wieder schnell durch. Das G ist ja sogar noch wichtiger als die Puzzleteile. Wobei, mir ist ja beides wichtig. Ich will ja alles sammeln. Und auch in meiner Videobeschreibung aufführen. Aber die Kong-Buchstaben schalten auch halt den entsprechenden Tempel in der Welt bei. Das wäre schon ärgerlich. Ach, hier hätte ich wieder Bonusleben holen können. Hier können wir uns ein bisschen runterfallen lassen. Nicht zu tief, nicht, dass wir in den Abgrund fallen. Aber da warnt uns ja die Münze. Die brauchen wir nicht, ne? Damit konnten wir hier die Gegner umrollen. Da links war das Puzzleteil, das wir nicht brauchen. Der Rattenmann will uns ärgern. Was wir allerdings brauchen, sind die Buchstaben. Die müssen wir natürlich alle sammeln. Weil sonst dürfen wir hier nochmal rein. Ich töte hier einfach so unachtsam alle Gegner. Wir können auch nochmal unsere Stärke nutzen. Boah, ich nehme mal ein paar Bananen mit. Das Puzzleteil brauchen wir nicht. So. Ah ja, hier die schnelle Geschichte. Hier könnte ich das nutzen. Dann nehmen wir uns schon mal diese blöde Feuerkeule weg. Und haben schon mal ein Leben. Das O brauchen wir. Wow. Weiter geht's. Wir nehmen wieder den oberen Weg, um an die Münze zu kommen. Jetzt nehme ich mal das untere Fass. Ja, das untere Fass hätte uns jetzt gar nicht zum Puzzleteil geführt. Pixie. Ein alter Peingu. Ah, okay, da war aber kein Buchstabe bei. Wo kam denn das N? Ach, gleich beim Sturz mit dem Fass, ne? Eieiei. Das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir gleich nur bei dem G wieder aufpassen. Hier kommt es. Jawohl. Okay, alles gut. Bananenmünze will ich schon haben. Entschuldigung. Wir wollen uns ja auch noch ein paar Sammelkarten kaufen. Ich weiß nicht, oder Sammelfiguren sind ja keine Karten. Oh. Egal. Bananen. Mann. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, ob wir die Sammelfiguren komplettieren müssen, um auf 100% zu kommen. Da müssen wir mal drauf achten, ob das irgendwie Einfluss auf die fortschrittlichen Prozent hat. Ja. Dann begeben wir uns nun in Handcase mit Ratzfatz. Und mal schauen, wie viele Anläufe ich hier brauche. Auch ein sehr, sehr, ich sag mal, gemeines Level, wo es mir garantiert nicht gelingen wird, auf Anhieb alles zu finden. Also, zu finden ja, aber das Sammeln wird die Schwierigkeit.
glaube, hier unten ist was. Ja. Dürften hier auch nur 5 Puzzleteile sein, aufgrund des Levels an sich. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Jawohl. Zack. Ja, es sind nur 5, wie ich es mir gedacht habe. Denn, Leute, wir haben hier tatsächlich ein Raketenfass-Level. Und ich hoffe, ich beherrsche noch die Kontrolle über die Rakete. Ah, nee, da haben wir schon das... Ich bring mich mal um. Ich will das Level nicht so oft machen. Wir haben ja noch keinen Buchstaben gesammelt. Denn hier müssen wir tatsächlich Bananenreihen vervollständigen, um auch Puzzleteile überhaupt erscheinen zu lassen. Und ich glaube, die erste Reihe war schon ein Puzzleteil, die ich hier nicht gesammelt habe. Nein, war's nicht. Ganz umsonst gestorben. Dann warst du ein Puzzleteil, war? Auch nicht. Wir haben... jetzt bin ich über das K weg. Okay. Sterben wir und sehen, dass da das erste Puzzleteil kommt. Okay. Ich will halt jetzt hier nicht unnötig Zeit verschwenden bei diesem Level. Warum nochmal, wenn wir es hier noch verhindern könnten? Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass die ersten beiden Bananenreihen nicht von Belang sind. Dennoch versuche ich, die mal zu sammeln, um ein bisschen Gefühl für die Rakete zu kriegen. Und das K sammeln. So, das Puzzleteil kam gleich hier oben, haben wir gesehen. Müssen wir jetzt nochmal gucken, wo die anderen sind. Oh, da haben wir das O. Wir haben schon mal einen Safe-Spot erreicht, das ist schon mal gut. Ja, die Bananenreihe brauchen wir. Jawohl, dann haben wir hier das nächste Puzzleteil. Da haben wir das... Oh, da bin ich am Buchstaben vorbei. Okay. Ja, das Puzzleteil habe ich auch verpasst. Bevor wir zum nächsten Checkpoint kommen, lasse ich mich da lieber sterben, damit wir nochmal die Chance haben, den Buchstaben zu sammeln. Das Puzzleteil müssen wir ja nicht nochmal sammeln. Hätte ich jetzt auch nicht geschafft. So, das N war hier. Das Puzzleteil habe ich jetzt auch wieder verpasst. Da muss ich steiler runter. Da darf ich nicht zu weit hoch, aber dann springt ja auch noch die Ratte nach dem Stück Käse. Ja, ja. Was wir hier spielen, Leute. Entschuldigung für den Wortwitz. Ist das Worst-Case-Szenario. Oh, schade, da habe ich schon Schaden bekommen. Ja, das war die Strafe für meinen flachen Witz. Oh, wir haben es geschafft. Moment. Es fehlt noch das N und das E. Und wir brauchen noch ein Puzzleteil. Ich hoffe, ich habe es gerade nicht verpasst. Durch das Sammeln hier von... Okay. Wieso fällt Käse von der Decke? Wieso haben wir hier überhaupt so ein riesen Käserad, das vor uns herrollt? Fragen über Fragen. Ah. Wow. Ich glaube, hier ist der Weg drüber einfacher. Wow. Wir haben aber ein Herz, das brauchen wir unbedingt. Aber fliegt ja noch mehr Käse durch die Gegend. Ja. Übertreib mal nicht. Was soll der Schwachsinn? Wow. Wir haben das N verpasst? Ich dachte, das N hätten wir geholt. Da muss ich ja doch nochmal rein. Nein. Und uns fehlt noch ein Puzzleteil, aber ich glaube, das findet sich rechts. Jawohl, zumindest die Puzzleteile haben wir.
schlagen noch mal ein paar Bananenmünzen aus dem Fass. Das N. Ja, als ich mich hab sterben lassen, ne? Und wir da... Verdammt, Leute. Ich wollte es eigentlich einfacher machen, aber naja. Dann müssen wir doch noch mal zu Handcase mit Ratzfatz. So, und jetzt seht ihr auch, über die Knallfässer würden wir halt zu dem nächsten Level kommen und hätten die Luftschlossromantik damit übersprungen. Deswegen war es wichtig, dass man bei so einer Schreinerei auch nochmal den normalen Ausgang nimmt. Ja, nochmal hier rein, nochmal die Kong-Buchstaben sammeln. Und jetzt geht es wirklich nur um die Kong-Buchstaben. Das heißt, die dürfen wir nicht verpassen. Sonst müsste ich mich nochmal sterben lassen. Aber ich glaube, die Leben, die wir verloren haben, die kriegen wir auch gut wieder zusammengesammelt. So, ich glaube, hier kam das K, genau. Das K haben wir schon mal. Da haben wir das O, das haben wir auch schon mal. Genau, und hier in der dunklen Passage habe ich, glaube ich, das N vorhin dann tatsächlich übersehen. Ja, hier war es. Wo ich dachte, oh ja, das Puzzleteil brauchen wir ja nicht. Dabei bekommt das Puzzleteil ja erst hier. Okay. So, und das G, das sammelt sich quasi von alleine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil wir ja eh sehr mittig A das Leben hätte, wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Ah, zu niedrig. Muss ich mir das Herz mitnehmen. Genau, wir müssen hier ja eh sehr mittig fliegen. Gerade wenn das Käserad uns gleich aufholt. Das heißt, man sollte sich schon am G orientieren, damit man hier schadlos durchkommt. Und wir haben es auch geschafft. Sehr gut. Hat so viel Zeit ja gar nicht in Anspruch genommen, das jetzt nochmal nachzuholen. Und ich glaube, wie ich schon in den letzten Videos sagte, man hat vor gewissen Leveln so einen Respekt entwickelt und hat Angst, diese zu machen. Und, oh Gott, ich brauche wieder eine halbe Stunde, dass man die dann doch gut schafft. Das Einzige, was mich jetzt schon wieder, ja, ich sag mal... wieder stark, oh, mir fehlen heute die Begriffe, einschüchtert, genau, wird der Tempel sein. Da bin ich, also das ist meines Erachtens der heftigste Tempel. Aber jeder spielt anders, jeder wie er es empfindet, aber mit dem Tempel hatte ich tatsächlich die meisten Schwierigkeiten. Ja, wir gehen jetzt in die Luftschlossromantik in Level 2.5. Wir sind ja gerade mal bei einer halben Stunde noch, nicht mal ganz. Mal schauen, ob wir dieses und vielleicht sogar nochmal das nächste Level schaffen. Dann habe ich in der nächsten Episode eine ganze Stunde Zeit für den Tempel. Wäre natürlich super. So, Luftschlossromantik. Ihr habt schon auf der Karte gesehen, wir befinden uns nun in luftigen Höhen. Jetzt muss ich auch hier nochmal gucken. Den brauchten wir doch bestimmt. Uah, eigentlich nicht, denn hier unten haben wir noch ein Fass. Oh, wie albern war das denn gerade? Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein Fass brauchen. Wir werfen das Fass einfach und verhindern so ein bisschen Schaden. Oder nicht das Fass, sondern den... Den hier, weg mit dir. Das könnte ein Puzzleteil sein, Leute. Ist aber eine Münze. Oh ja! Fliegende Pinguine, die gar nicht fliegen durften. So, Leute, hier nutze ich mal ganz kurz meine Kraft.
Wobei ich glaube, in dem Level ist das eigentlich egal. Wir würden wahrscheinlich eher durch einen Sturz anstatt durch Schaden sterben. Aber zusätzliche Lebensenergie zu besitzen ist ja nicht das Schlechteste. Denkt mit ihr? Haben wir hier echt noch kein Puzzleteil? Oder habe ich jetzt hier auch schon wieder was übersehen? Ach, hier haben wir eins, genau. Wir müssen wieder die auftauchenden Bananen sammeln. Fünf Puzzleteile, okay. Könnte sein, dass wir doch noch nichts verpasst haben, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Der da unten nervt mich ein bisschen. So. Immer alles einsammeln. Ich glaube, die mussten wir auch sammeln. Jawohl. Gott, Leute, ich habe gleich einen Hustenreiz. Entschuldigung. Und es hört nicht auf. So, weiter geht's. So, ich glaube, hier könnte es passieren, dass wir einen Kongo-Stab verpassen. Den müssen wir also auf jeden Fall sammeln. Und weiter, jawoll. Ja, ja, die Stelle war so fies, bis ich gerafft habe, dass hier auch ein Puzzleteil ist. Das sieht man nur ganz leicht. Seht ihr links zwischen den Ballons das Fass? Das führt uns nämlich zu einem Puzzleteil. Das sieht man wirklich nur ganz minimal. Wirklich sehr gemein versteckt. Aber ich habe dran gedacht. So. Zack. Okay, den weiten Sprung will ich nicht wagen. Lieber so. Nicht, dass wir hier in den Abgrund knallen. So. Na, wir haben hier Puzzleteil Nummer 3 von 5. Und wir haben auch wieder 99 Leben zusammen. So kann man sich gerne mal sterben lassen. Zu verhindern, dass man ein Level wiederholen muss. Zumindest noch können wir uns das erlauben. Ach komm. Noch ein Bonusleben. Die Staude kommen wir auch so. Hier ist ja auch noch eine. Und hier haben wir auch nochmal Dixie Kong. Das heißt, das Level will von uns diesen Aufstieg. Kamen wir da nochmal dran? Ah, okay, durch die Plattform. Ich seh's. Wieder ein Luftballon, den wir nicht brauchen. Man denkt zwar, dass man da unten nicht durch kann, aber sobald man sich hier auf diese Plattform begibt, senkt die sich ab, sodass wir geduckt tatsächlich hier an diesen Propellern vorbei können. Wir haben damit das vierte von 5 Puzzleteilen. Und ich meine, das letzte Puzzleteil wäre in diesem Level auch wieder ganz am Ende. Dass man beim Ausgang wieder irgendwo anders hin muss. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, da ist uns eine Bananenmünze durchklappen gegangen. Wir haben auf jeden Fall das N gesammelt. So, hier jetzt keine Sprünge machen, einfach hopsen lassen, damit wir keinen Schaden kriegen. Nächster Checkpoint. Bananen eingesammelt. Bananenmünzen eingesammelt. Ah, und die Passage ist auch ein bisschen fies. Deswegen bin ich schon froh, zusätzliche Lebensenergie gesammelt zu haben. Aber wir haben schon mal alle Kombo-Staben. Das Puzzleteil, das kommt eh.
am Ende nicht hier ins Fass springen. Wir können hier ja rechts weiter. Hier haben wir noch ein Bonuslevel. Ah, okay, dieses bin ich auch kein großer Freund von. Weil irgendwann drehen sich die Bananen so schnell, dass man vielleicht nicht mehr alle trifft und nachher die Zeit zum Problem wird. Aber wir haben es hinbekommen. So. So, alle Puzzleteile, alle Kong-Buchstaben hier in der Luftschlossromantik. Das ist doch super. Uah, jetzt aber nicht am Ende sterben. Ja. Hauptsache raus, gar nicht groß versuchen, irgendwie an DK zu kommen und somit noch mein Leben riskieren. Machen wir es lieber so. Da kommen wir heute echt gut voran. Sehr gut voran. Wir sind ja gleich schon beim letzten Level, also abgesehen von Tempel und Endgegner. Bimmelbammel. Ja, ich versuche es einfach in diesem Video noch, dass wir das ja auch noch abhaken können. Ja, ich habe gerade, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade allgemein schon das Problem der schwitzigen Hände. Bananenstaude brauchen wir ja gar nicht. Das heißt, das Level könnte ein bisschen fies werden. Gerade mit schwitzigen Händen kann man hier doch schnell versagen. Müssen wir hier oben weiter? Ja, okay. Das ist der richtige Weg. Gehen wir doch mal hier hin. Hier wird doch ein Puzzleteil sein. Denke ich mir doch. So. Ja, man denkt zuerst, man könnte das hier einschlagen. Stimmt. Okay, wir bleiben auf jeden Fall bei Dixikon. Die wird uns hier sehr nützlich sein. Mit dem Läuten der Glocken zerstören wir nämlich hier Wände. Und das Gemeine an diesem Level ist, dass man nun Glocken läuten darf, während man am Seil hängt. Sonst stürzt man in den Abgrund. Und das Problem ist, dass ich gerade so ein bisschen von meiner Hand verkrampfe und Angst habe, dass ich das Greifen nicht rechtzeitig drücke. So, wir haben aber schon mal den ersten Checkpoint und auch den ersten Kong-Buchstaben. Das ist schon mal gut. Ah, Beule weg. Beule weg. Beule auch weg. Und ihr seht sie leicht dort oben. Dort müssen wir hin. Hier haben wir nämlich noch ein Puzzleteil. Ah, da wäre ich fast gefallen. Haben wir auch dieses gesammelt. 2 von 5. Ist wieder unser Fischschütze. Ah, die Staude. Wir haben genug Leben. Wir haben unsere Energie aufgeladen. Die lasse ich jetzt mal. Die brauchen wir nicht wirklich. Klingel nicht vergessen. Wechseln, springen. Oh, die Bananenstaude habe ich verpasst. Ich hoffe, die waren nicht mit einem Puzzleteil verbunden. Oh, da müssen wir das O. Das haben wir zum Glück auch. Nächster Checkpoint. Es kann tatsächlich sein, dass mir jetzt ein Puzzleteil fehlt. Dass ich da eine Bananenreihe nicht... Oh, aha, wow. Mussten wir hier alle Bananen sammeln? Echt? Oh, Mist, was mache ich hier? Gut, dass ich... Ah, wow, Mann, was fabriziere ich hier?
Das war ja richtig übel. So, da unten ist doch wieder was. Ich sehe auch, glaube ich, schon, wie wir da dran kommen. Es kann tatsächlich sein, dass uns ein Puzzleteil fehlt, dadurch, dass wir die Bananenreihe nicht vervollständigt haben. Hier kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Minigame fürs Puzzleteil. Ah ja. Ja, damit haben wir auch das. Ich glaube, uns liegt jetzt nur noch... Nein, noch zwei. Es kann tatsächlich sein, dass ich eins verpasst habe, Leute. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Aber ich kann es auch leider nicht garantieren. Aha! Okay, da habe ich zu spät greifen gedrückt. Weil wir uns ja an das untere Seil klammern müssen. Weil da ja das N ist. Ja, weg. Wieso fliegst du durch die Wände hier? Das will ich auch können. Ich kann nur das verlorene Leben wiederholen. Und nehme natürlich wieder Dixie mit. Und auch die Bananenmünze. Davon können wir ja noch sammeln. Aufpassen, dass ich jetzt das N einsammle hinten. Gar nicht um die Münze nehmen, dann ist es einfacher. Na komm, Banane. Das sieht mir doch wieder sehr verdächtig aus da unten. Ah, okay. Ihr seht schon, das bricht alles zusammen. Aber wir haben es bekommen. Das ist gut. Eins fehlt noch. Ich glaube, wir haben es irgendwo liegen lassen. Ich glaube tatsächlich, wir haben es irgendwo liegen lassen. Oder war das hier versteckt? Wir mussten ja auf jeden Fall schnell hoch. Uah, ich bin schon wieder viel zu lahm. Ja, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ja, wir haben alle. Sehr schön. Dann wollen wir jetzt nur noch gucken, dass wir schnell nach oben kommen. Egal wie. Jawohl. Sehr gut. Das G? Wo haben wir denn jetzt das G? Das gibt's doch nicht. Wo habe ich denn jetzt das G liegen lassen, Leute? Jetzt habe ich mich so auf die Puzzleteile konzentriert, dass wir das G haben liegen lassen. Oh Mann. Okay, also nochmal rein in Bimmelbammel und das G gesammelt. Heute habe ich es mit den Kombo-Stamen anstatt mit den Puzzleteilen. Wo war denn das G? Wo war denn jetzt das G, liebe Leute? Also wieder ein weiterer Durchlauf. Bimmelbammel mit Konzentration auf die Kombo-Stamen. Wecken euch. Nein, jetzt haben wir auf Diddy gewechselt, weil ich zu spät gegriffen habe. Nein, noch nicht mal auf Diddy. Auf ihn. Um Gottes Willen. Jetzt können wir noch nicht mal Sprünge mehr korrigieren. Das ist übel. Aber ich glaube, wir kriegen noch ein Fass. Wichtig ist nur, dass wir alle Buchstaben kriegen. Genau, da haben wir schon mal das K. Oh Mann. Warum mit Cranky?
Okay. So, weg mit dir. Wir brauchen noch ein Fass. Ich will nicht mit Cranky hier durch dieses Level. Das sagt mir nicht wirklich zu. Oh, da hätte ich fast vergessen zu läuten. Ich hatte aber auch gedacht, dass ich zu früh abgesprungen bin und das Seil nicht mehr treffe. Das haben wir, auch wichtig. So, das O haben wir auch und wir haben den nächsten Checkpoint. Ja, und hier kriegen wir jetzt eh, das kriegen wir hier ja eh Dixie, wenn ich denn in... Ja, okay. Aber wir haben den Checkpoint zumindest erreicht. Okay. Das Leben nehmen wir auch mit, dann haben wir das nämlich wieder. Und hier haben wir auch endlich wieder Dixie. So, wo war das N? Oder das G war es, ne? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, welcher Buchstabe uns hier gefehlt hat. Das G. Das war das G. Zum Ende hin. Boah, was war das denn? Jetzt bin ich so am Reden und jetzt am Erzählen, dass ich schon verpasse, hier die Glocken zu läuten. Mist. Ja, jetzt kommt die mangelnde Konzentration. Merkt es, Leute. Naja, wenn wir das geschafft haben, werde ich das heutige Video eh beenden. Wir sind ja jetzt schon bei über einer Dreiviertelstunde. Ich warte das mal ab, so. Lieber auf Nummer sicher gehen. Und gleich das Läuten der Glocken nicht vergessen. Genau da oben nicht das nehmen, damit wir auch das N hier bekommen. Aber jetzt so war das blöde G. Auf jeden Fall den nächsten Checkpoint, das ist schon mal gut. Das muss ja dann hier hinten sein. Dann habe ich das hier hinten irgendwie übersehen, als ich schnell hoch bin, ne? Bestimmt beim schnellen Aufstieg übersehen. Da ist das G, jawohl. Nein, nicht so weit hoch. Nicht so weit hoch. Nein, ich muss weiter runter, Leute. So. Endlich. Das ist mir wahrscheinlich vorhin auch passiert. Ah, schade. Aber dann haben wir das wenigstens. Huiuiuiui. Alle Kombo-Buchstaben. Auch das endlich. Okay, damit schalten wir den Tempel frei, den wir im nächsten Video in Angriff nehmen werden. Und wenn ich mich so schlage wie die letzten Male, werde ich wahrscheinlich auch das komplette Video für diesen Tempel benötigen. Ja, aber wenn wir das haben, können wir uns an den zweiten Gegner hier im Affenaufstand wagen. Aber das machen wir dann halt, wie gesagt, im nächsten Video. Jetzt gehe ich erstmal runter zum Tempel, damit wir wissen, was im nächsten Video direkt zu Beginn auf unserer Agenda steht, nämlich Hoppolis. Und das Level macht seinem Namen ganze Ehre. Ja, und ich hoffe, dass ihr dabei seid und euch diese Tortur dann auch anschaut, durch die ich mich hier begeben werde. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.